Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Heute besprechen wir, wie man ein Team, eine Gruppe oder die Mitarbeiter aufbauen, stärken und dauerhaft motivieren kann. Wenn du diese zwei Faktoren beachtest, nachher wirst du ganz eine besondere Dynamik erleben. Du wirst das Gefühl haben, alle sitzen in einem Boot und alle rudern in die gleiche Richtung. Wir starten sofort los. Ich arbeite seit weit über 20 Jahren als Business Coach und habe mich anfangs immer gewundert, dass in den Gruppen zwei Arten von Naturell oder Charakter enthalten sind. Die eine Gruppe oder der eine Anteil in der Gruppe, der war immer von sich aus interessiert, wollte mitmachen, hat Lust gehabt auf einen produktiven Prozess. Und der andere Anteil, das ist allerdings der größere, der hat das also, dieses Ganze, wenn ein Mitarbeiterseminar war, haben die das Ganze so an sich vorübergehen lassen. Die haben nicht übermäßig mitgemacht, die haben das einfach so, wie gesagt, an sich vorübergehen lassen. Und heute ist das noch immer genau gleich. Und wie ich dieses Phänomen erkannt habe, habe ich das Handling neu ausgerichtet. Das heißt, wir brauchen in einer Gruppe für beide Arten von Charakter oder Naturell ein unterschiedliches Handling. Wenn wir das schaffen, dann haben wir auf einmal die gesamte Gruppe im Boot. Und jetzt schauen wir uns die zwei Anteile einer Gruppe an. Ich habe da so eine Kerze gefunden. Und wir sehen bei dieser Kerze zwei Farbelemente. Oben rot, unten grün. Ergibt ein Ganzes. Und so ist es in einer Gruppe genau das Gleiche. Und das ist faszinierend. Da sind immer zwei Anteile drinnen. Der kleinere Anteil, das sind Leute, die sind von sich aus engagiert. Schau dir das einmal in deiner Gruppe an. Da gibt es einen kleineren Anteil, das sind Leute, die haben die Augen auf, die sind hellwach, eben von sich aus engagiert. Solche Leute lieben Entwicklungsprozesse. Und solche Leute denken sehr gerne über den Tellerrand hinaus. Was brauchen diese Leute? Das sind für mich so diese Machertypen, das sind die Anpackertypen. Die wollen was bewegen, die wollen umsetzen. Was braucht diese kleinere Gruppe, um produktiv und zwar dauerhaft in einem Unternehmen oder an einem Projekt mitzugestalten? Diese Gruppe der Machertypen braucht, sie möchten ihre Talente und Fähigkeiten produktiv einsetzen. Das Zweite, sie lieben die Herausforderung. Sie mögen die Herausforderung, sie streben sogar danach. Sie sind hellwach, wenn sie große Herausforderungen haben. Das sind auch oft Leute, die einen eigenen Bereich leiten. Manchmal führen die eine ganze Abteilung. Und das Dritte, solche Leute brauchen Freiräume, solche Leute brauchen Handlungsspielräume. Solche Leute mögen es nicht, besonders wenn man die ganze Zeit reinredet, die sage ich immer gerne reingeschaftelt. Solche Leute musst du machen lassen. Und die machen dann auch, weil wenn sie ihre Talente und Fähigkeiten einsetzen können, das heißt, wenn sie am richtigen Platz, am richtigen Ort sind, nachher sind die weit besser als wie ein anderer. Und dann die Herausforderung dazu und dann den Handlungsspielraum einräumen, nachher kriegst du von diesen Leuten alles, denn sie blühen auf, sie lieben das, was sie tun. Das ist allerdings die kleinere Gruppe. Diese Gruppe ist bei jedem Mitarbeiterseminar oder bei jedem Teamseminar genau die Gruppe, die was immer sagt, ja, da hätte ich eine Idee. Oder das könnte man doch so. Oder ja, da hätte ich eine Antwort. Und dieser zweite Anteil, dieser größere Anteil von jeder Gruppe, schau dir das einmal ganz genau an. In einem Bienenstaat, bei einem Bienenvolk, gibt es ja auch zwei verschiedene oder gibt es drei verschiedene Anteile, aber wir schauen uns jetzt zwei an. Und zwar, da gibt es die Drohnen, ist der kleinere Anteil, und nachher gibt es die Arbeiterinnen. Und wenn die Kundschafterinnen ausfliegen und auf Nektarsuche gehen, nachher warten die Arbeiterinnen, bis die Kundschafterinnen zurückkommen und warten, bis sie ihnen sagen, wo ist Nektar zu finden, wie viel ist dort zu finden und wann sie losstarten sollen, den Nektar zu holen. Das heißt, die stellen das nicht in Frage, die diskutieren nicht.
Sie machen es einfach. Das ist doch bei einer Menschengruppe sehr ähnlich. Da gibt es den größeren Anteil, eben diese Arbeiterinnen oder diese Mitarbeiter, wo sich Führungsleute immer wieder aufregen und sagen, die denken überhaupt nicht über den Tellerrand hinaus. Die setzen ihren Hausverstand nicht ein. Ja, weil die Führungsleute immer von sich ausgehen. Führungsleute, die denken über den Tellerrand hinaus, die haben mehr Engagement. Aber die typischen Arbeiter, die typischen Mitarbeiter, die haben andere Talente und Fähigkeiten. Wie bei den Bienen. Sie starten los, holen den Nektar und wenn es Tage dauert, die stellen das nicht in Frage. Und bei den Menschen, bei uns Menschen, bei der Menschengruppe ist es genau gleich. Was braucht jetzt diese größere Gruppe? Damit sie motiviert ist, damit sie hellwach ist und damit sie produktiv an einem Projekt oder in einem Unternehmen mitarbeitet. Die brauchen eine ganz klare Struktur. Das heißt, was ist mein Aufgabenbereich? Wie ist der abgrenzt? Wer ist zuständig für mich? Was ist besonders zu beachten? Das heißt, ganz klare Spielregeln. Was habe ich zu tun? Wie bei den Bienen. Wo ist Nektar? Wie viel? Wie lange dauert es? Und was braucht diese Gruppe von Menschen noch? Die braucht eine gute Kommunikation. Das heißt, die Kommunikation von Vorgesetzten zu Arbeiter, zu Mitarbeiter ist denen ganz wichtig. Und sie sind vor allem enorm abhängig von der Stimmung von Führungsleuten. Das heißt, wenn der Chef grimmig schaut, nachher seien die Mitarbeiter gedämpft. Und zwar ganz automatisch. Sie schauen, wie schaut er oder wie schaut sie. Wenn es aber dem Chef oder der Chefin gut geht, wenn die jetzt super drauf sind, nachher sagen die Mitarbeiter, wenn es dem Chef gut geht, geht es den Mitarbeitern gut. Das heißt, sie sind unmittelbar abhängig davon. Und jetzt erkennen wir zwei Arten von naturell oder Charakter in jeder Gruppe. Das sind auf der einen Seite die Macher, die brauchen ganz ein anderes Handling, wie wir besprochen haben, als eben der typische Arbeiter oder Arbeiterin oder Mitarbeiter. Eben, der Mitarbeiter braucht klare Ansagen, klare Struktur, klare Spielregeln. Und er arbeitet dann dauerhaft. Er macht es dann, er setzt es dann um. Und er hat oft mehr Geduld als wie so typische Führungsleute. Das heißt, wenn wir das unterschiedlich handeln können, diese Arbeiter oder diese Mitarbeiter und diese Machertypen, dann haben wir auf einmal beide im Boot. Denn durch einen guten Kommunikationsfluss, wenn es hoffentlich sure fix Termine gibt in deinem Unternehmen oder in den Bereichen, dann haben wir ja den kommunikativen Austausch. Das heißt, wir kommunizieren nicht nur zwischen Tür und Angel oder Allfälliges, sondern wir reden über Projektthemen. Und dann haben wir den kommunikativen Austausch. Und Führungsleute sind natürlich zuständig, dass die Stimmung passt, dass es ihnen gut geht. Ich meine, den Führungsleuten selber. Weil die Mitarbeiter, der typische Mitarbeiter, ist unmittelbar abhängig von der Stimmung von seinen Vorgesetzten. Jetzt haben wir zwei Elemente erkannt. Wenn wir das erkennen, das Handling danach ausrichten und dann dabei bleiben, du wirst ein Meister in der Motivation, du wirst ein Meister in der Mitarbeiterstärkung. Und du wirst das Gefühl haben, alle sitzen in einem Boot und alle rudern in die gleiche Richtung. Denn du weißt ja, ein Pferd zieht eine Tonne, kann eine Tonne ziehen. Und zwei Pferde können 7 Tonnen ziehen. Das heißt, da treten Synergieeffekte auf, die sind sensationell. Und genau das wünsche ich dir für dich und für deine Gruppe. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben und denk dran, den Kanal zu abonnieren, weil nachher bist du immer in der ersten Reihe, wenn wieder was Neues daherkommt. Ich freue mich schon bis zum nächsten Mal. Vierti Servus, mach's gut!